Willkommen zurück, Freunde. Under the Waves. Im Tag 15 noch. Wir müssen hier weitermachen. Die Katastrophe mit dem Öl und oben brennt es wohl, etc. Okay, müssen wir Batterien reinstopfen. Da müssen wir jetzt weitermachen. Viel Spaß! Ich weiß gar nicht, wo wir hier aufgehört haben. Okay, da haben wir... Eine. Okay. Hatten wir gesehen. Schon. Cool. Umso besser. Strom wieder da. Türen sollten jetzt wieder aufgehen. Das Zellensicherheitssystem zurücksetzen. Wie sieht's hier eigentlich aus, Freunde, ey? Das war doch hier auch total, total das crazy Raumding hier, ne? Ja, das sind alles nummerierte Gates hier, oder was? Bist du verrückt? Gucken wir uns natürlich mal ein bisschen um hier. Das Sonar könnte hier funktionieren. Ja, da sehen wir noch unseren Umriss. Gut, dass du es sagst, Sammy. Da unten ist der Boden. Das ist ein riesiger Raum. Was haben wir hier? Da können wir noch was looten hier, außer Plastik. Wie lange war wohl schon niemand mehr hier unten? Frage ich mich auch. Wir haben da oben auch eine Crafting-Maschine gehabt, hatte ich beim letzten Mal gesehen. Können wir uns vielleicht noch ein paar Sauerstoffstäbe herstellen. Tauschen wir auch gleich mal einen aus. Wieder eingesammelt. Nützliches Zeug. Ein paar Algen nehmen wir noch mit hier. Alles zugewachsen, dass wir das darstellen, ne? Die Technik hier oder die Konstruktion. Ha, erstaunlich schwammig. Wenig sogar eine Fackel mal nutzen. Einen nehmen wir uns mal auf, falls wir nochmal durch den Fisch schwammen müssen. Jetzt können wir uns auch noch welche craften. Nur Plastik hier. Du gehörst nicht hierher. Laste. Kram. Was für den einen Müll ist, ist für den anderen ein Schatz. Algen nehmen wir nochmal mit. Dann gehen wir wieder hoch und öffnen dieses komische Ding. Gucken wir mal nach der Werkbank, die ist da oben, glaube ich. Ich glaube, mit Sicherheit hat er da eine gesehen. Allerdings weiß ich nicht, ob wir die bedienen dürfen. An dieser Plattform hier, Drohnensteuerung für Kommando. Sind das Schächte für die Drohnen? Kommen da vielleicht überall Drohnen raus? Aber sagt er, er braucht die Drohnen, ne? Für den Brand und so oben. So, ich glaube, hier irgendwo hatten wir... Das Ding ist so ein Crafting-Table gewesen. Hallo? Können wir aber nicht benutzen. Das ist ja sehr bedauerlich. Schade. Na gut. Was haben wir hier? Drohnensteuerung, Kommando... Controller. Wow. Ich muss was übersehen haben. Sind noch nicht fertig. Da ist Werktisch, siehst du? Wollen wir hier noch was machen? Muss ich noch was anschmeißen oder was? Ah. Oh, wir müssen den Strom leiten. Wir müssen den Strom leiten. Oh, kann ich jetzt nicht in die andere Richtung drehen? Er geht nur in eine. Jetzt kriegen die... Erstmal mal die Steuerung. Ach so, dann machen wir jetzt erstmal... Jetzt geben wir erstmal Strom auf den Crafting-Table, Leute. Wir machen so ein bisschen was. Das ist das Panel hier. Genau, jetzt können wir hier auch noch mal ein bisschen was craften. Machen wir auf jeden Fall noch mal einen Sauerstoffstab. Können wir nicht genug von haben. Eine Fackel können wir nämlich auch noch mal machen. Eine zumindest.
Mehr Bronk, mehr können wir gar nicht machen. Das war's schon. Was haben wir noch hier? Gar nichts. Okay, wenn wir jetzt den Strom auf diese Geschichte hier leiten. Ich glaube, das müssen wir zuletzt machen. Erstmal müssen wir den Schalter wahrscheinlich betätigen, ne? Vielleicht könnte das Sonar weiterhelfen. Zellensicherheitssystem zurücksetzen, Ausgang für Drohnen suchen. Wir müssen erstmal hier Saft drauf machen, oder? Sollte der Schalter hier Strom haben? Das geht wohin? Die Sachen gehen dann an die Dinger. Müssen wir das zuletzt wahrscheinlich machen, ne? Müssen wir erstmal den Schalter hoffentlich den unten lassen können? Hebel. Oh, die öffnet sich was. Türen sind offen. Die meisten. Einige bewegen sich nicht. Gut. Reaktiviere so viele von den Dingern wie möglich. Gut. So, was ist, wenn wir das Ding jetzt... Bleibt der Hebel unten? Ja. Ich hoffe, sind die Türen noch offen? Ja, sind sie. Jetzt machen wir nochmal hier Saft drauf, was auch immer da passiert. Okay. Was auch immer das jetzt hier ist. Läuft. Der Nestkontrollbefehl. Hatten wir gemacht. Weiß ich, ob der Strom auf die drei Dinger da muss. Wir haben es jetzt einfach mal gemacht. Den Hebel haben wir bewegt. Drohnenarbeiter, 55 Meter, sind überall Drohnen. Den Ausgang für Drohnen suchen. Emma wäre stolz. Gehen die nach oben raus? Was machen auch diese drei großen Tanks hier, ne? Die sind verbunden mit der Steuerung hier. Mit dem Kabel, genau. Gehen wir davon aus, dass das so passt? Ich weiß es nicht. So. Hier mal die Halterung. Zeigt uns hier aber jetzt nichts an, ne? Pfeil nach unten, Pfeil nach oben, um in Richtung. Nee, Alter. Ausgang für Drohnen suchen. Was ist so ein Ausgang? Sind die alle versperrt? Wir können das hier nicht freilegen, wahrscheinlich, ne? Nein. Keine Ahnung, was wir jetzt hier tun sollen. Wir gucken mal unten. Da ist was auch. Ne, auffällig sind die alle. Die haben alle Lichter dran. Wo sind wir? Hier, ne? Hier sind wir rein. Hier ist nochmal ein Exit auf einer Seite. Wie eine Legende, Alter. Unitrench, Wartung für Drohnenausfall. Mehrere Ausfälle registriert, Ursache, erhöhte Kohlenwasserstoffwerte.
Okay, die Plattform. Du siehst aber auch nichts hier. Wo ist jetzt die scheiß Plattform? Hier. So, in welcher Richtung war das? Kann man nicht sehen. Generatoren. Ah. Hier haben wir nicht auch eine Steuerung. Kann ich was machen? Ist ja auch noch Hebel gewesen, hat aber keinen Saft. Ich muss was übersehen haben. Was macht denn das Ding eigentlich? Hier ist auch Strom. Ah, okay. Dann machen wir hier auch nochmal Strom drauf. Was übersehen, Freunde. Komm. Diese Rätselkacke immer hier. Sind wir hier bei Monkey Island oder was? Dreht nochmal Strom drauf. Ist doch scheiße, dass du es nur in eine Richtung drehen kannst. So, drei Tage unterwegs kurz. So, jetzt machen wir hier nochmal Saft drauf. Zack. Sollten wir ja den Hebel hier benutzen können. Was auch immer dann passiert. Ist das der Ausgang? Gut. Zweiter Ausgang offen. Okay, okay. Nice. Was du gerade getan hast, hat das ganze Programm gelöscht. Kompletter Neustart. Inklusive der Drohnen. Okay, das hört sich jetzt nicht hilfreich an. Alles gut, du musst sie jetzt nur manuell aktivieren. Drohnen befreien, 0 von 6. War ich mir trotzdem unschlüssig mit dieser eine Stellung. Hier ist ein Panel. Drohne aktiv. Das Panel? Gar nichts. Jawohl. Die zwei Panels, oder? Das kann ich nicht bedienen, immer nur das Innere, okay. Schauen wir uns gerade keine richtige Sicht hier. Wo ist noch eine? Da unten haben wir noch eine. Vielleicht sind es auch mehr wie 6 und 6 reichen für die Mission. Ich habe jetzt nicht gezählt. Ist weiß. Aktiviert. Hol sie die. Crash! Fatal Error! Der erste Crash. Eingang Sektor A, da waren wir doch, Alter. Da waren wir doch eben drinne. Nur auf der anderen Seite ist der jetzt. Ah ja. Wo ist unsere Moon? Da. Unten geparkt. Jetzt muss man wieder rüber auf die Seite. Jetzt sollten sich die Tore wieder öffnen lassen, ne? Wo wir jetzt vor verschlossenen Tor waren. Wir sollen die Bohrer abschalten, okay? Freust du dich, mich zu sehen? Ja, natürlich. Rauber. Ihr Neuser, ja. Was geht denn hier? Oh. Haben wir hier Schönes? Metall, Elektronik und Metall, aber keine Baupläne, ne? Ne, schade. Wir machen weiter mit der Mission, was ist das? Das ist umwachsen. Kommen wir nicht dran, was ist hier unten?
Ölspur. Ach, das muss man mit dem Laser wegmachen, kann das sein? Die haben doch hier irgend so ein Ding hier dran gebaut. Jetzt muss ich mal rauskriegen, welcher Taste das ist. Ah, zeigt er uns schon. Was für ein Chaos. Wenigstens etwas weniger jetzt. Ja, so ist nur der Mensch. Überall, wo wir sind, hinterlassen wir Müll. Selbst im Weltraum hinterlassen wir unseren Müll. Mehr Kohle kann man immer gebrauchen. Verrückt, ne? Na, so ist es nun mal. So, Sektor A, jetzt den Eingang erreichen. Wir sind hier immer noch an der Raffinerie selbst hier. Das ist ja eine riesige Anlage, die wir hier gesehen haben. Ne? Hier oben, wir wollen es hier hinten. Bei den Drohnen, aber hier können wir auch was machen. Kriegen wir ein bisschen Bonuspunkte wahrscheinlich. Auch Kohle, ne? Ja. Reinigen wir das Chaos, das Unit Trench hinterlassen hat. Mir war nicht aufgefallen vorhin. Kein extra Button, sondern wird dir dann angezeigt in der Steuerung. Dann sind wir mit der Folge auch schon wieder fast durch hier, Leute. Und können... Ja. Ist die Woche dann auch schon wieder rum. Dann auch noch zwei, das machen wir natürlich. Sollte das nicht jemand anderes tun? Diesen ganzen Dreck aufräumen? Eigentlich schon, aber jetzt sind wir gerade da. Stan, mach mal das schnell. Nein, wieso hat er jetzt den Fotoapparat genommen? Hier natürlich mein Fehler. Noch Looten ohne Ende, aber machen wir jetzt gerade nicht. Reinigung abgeschlossen. Ist das der Eingang, wo wir vorhin vor verschlossenen Toren standen? Ja, das ist er. Also gut, du kommst am Eingang von Sektor A an. Ich muss Moon Andorf-Rechte erteilen. Fertig. Moon, sind wir. Jetzt solltest du reinkommen. Kommunikation im Sektor ist vom Netz. Du bist auf dich allein gestellt. Okay. Immer. Bohrer finden, manuellen Shutdown aktivieren. Das war's. Viel Glück. Und Ende. Zugang gestattet. Irgendwas stimmt nicht. Mit all dem hier. Vielleicht sollte ich gar nicht hier unten sein. Sind wir auch schon wieder fast durch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr seid genauso gespannt wie ich. Um zu sehen, wie es halt weitergeht, ne? In diesem Sinne, euer Master. Unglaublich, wie das hier aussieht. Einfach wow. Du machst Witze.
Tja, hoffentlich funktioniert der Laser. Boah.